Da ist es endlich wieder, das ICE-1 Enhancement Pack für die Baureihe 401. In Kürze wird sie wieder erscheinen und ich bin sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass ich euch diese heute vorstellen kann, das Ganze in einem Preview. ICE-1 Enhancement Pack kennen wir schon aus dem TSW 3. Seit TSW 4 hat die Mod leider nicht mehr funktioniert und das Modding-Team saß aber lange dran und hat hart gearbeitet, dass die Mod wieder für den TSW 4 drin ist. Natürlich das Ganze nur für den PC, nicht für die Konsolen, bevor jemand fragt. Und ja, wir sind hier unterwegs mal auf Kassel-Würzburg für eine halbe Stunde und fahren den Zug in der GTO-Variante. Und zwar mit dieser wunderschönen 25 Jahre ICE in Kooperation mit SBB, CFF, FFS-Lackierung. Müsste, glaube ich, auf Regensburg getauft sein. Das steht da, glaube ich, irgendwo. Aber das gucken wir uns gleich in Ruhe an. Ich würde sagen, bevor ich hier weiter quatsche, schauen wir uns das Ganze hier einfach mal an und fahren los. Angekommen im Führerstand. Wir blicken uns um. Der Führerstand ist bekannt soweit. Was neu ist, ist zum Beispiel hier dieses Handy. Dieses Nokia, auch sehr gut. Und ja, einmal den Fahrtrichtungswender rein und nach vorne gestellt. Sehr schön. Neuer Sound auf jeden Fall. Türen auf. Und Schlüssel rein. Dann drehen wir uns einmal nach hinten. Und schalten die AFB an. So, dann machen wir noch die Indusi bzw. PZB an und die LZB. Haben die LZB-Schnarre auch schon gerade gehört. Und dann können wir. Moment. Also ich glaube, es gibt hier so eine Art Kühlfach. Genau, hier. Das können wir jetzt mittlerweile öffnen. Dieses Kühlfach, das finde ich ziemlich cool. Das ging vorher tatsächlich nicht. Und ich. Huch. Was war das denn? Okay. Gut, ignorieren wir das. Und ihr könnt einmal ganz kurz dieses Video an dieser Stelle pausieren und einmal hier diesen QR-Code scannen. Ich weiß selbst gar nicht, was sich dahinter gerade verbirgt in diesem Augenblick, aber wer weiß, vielleicht ist da ja irgendwas Lustiges dahinter. Dann gucken wir uns auch einmal tatsächlich ganz kurz im Maschinenraum um. Auch hier haben wir, glaube ich, teilweise die Texturen überarbeitet. Die Sticker, vor allen Dingen hier in diesem Bereich, das ist, glaube ich, alles überarbeitet. Das war vorher nicht so detailreich dargestellt. Ob etwas interaktiv ist, ich glaube nicht. Aber ich gucke noch mal. Was ist das? Das ist der Messwandzähler. Interessant. So, wir können noch mal ein bisschen weiter gucken. Hier auch ein paar neue Sticker, Knorrbremse, Geräte, Schrank. Da fehlt leider ein C. Was haben wir hier? Gerätegerüst. Ah, okay. Das ist auch nicht bedienbar. Gerätegerüst. Gerätegerüst. Also so viel dazu. Und die Tür natürlich. So, die machen wir mal zu. Und Tür zu. So, dann können wir die Türen schließen. Das hören wir uns natürlich auch mal an, den Türschließsound. So, Türen zu. Oh, toll, toller Sound. Oh, was steht hier? Abfertigung. Abfahren. Ja, machen wir. Das machen wir noch gerne. Sehr cool, gefällt mir sehr. Dann lösen wir die Bremse. AFB stellen wir auch nochmal auf. Ach, wie cool ist das denn, die Animation, wenn wir die AFB hochdrehen, dann muss man einmal hier vorher praktisch drehen, damit man die AFB überhaupt benutzen kann. Das ist richtig cool gemacht. So, wir können die AFB tatsächlich ganz nach vorne legen, weil wir eh in der LZB sind. Und dann legen wir einmal den Fahrschalter in die F-Stellung. Warten, bis die Fahrmotorlüfter kommen. Oh, das klingt super. Und jetzt können wir Leistung aufschalten. Und wir hören hin.
Schön die Tonleiter, oder? Wirklich wahnsinnig toll. Ums GSMR kümmern wir uns gleich. Ja, Lichter sollten wir vielleicht auch noch anschalten. Es klingt wirklich wahnsinnig gut. Gucken wir mal die Fenstersounds. Und auf der anderen Seite. So, ich frage mich, ob hier was bedienbar ist. Ah, Batteriesteuerung, okay. Da war was, die SIFA. Das Horn. Können wir da ein- und ausschalten? Oh ja, genau, das Horn, das hören wir uns mal an, das Makro. Genau, hören wir mal das Makro. Oh, toll. Die Mod erscheint jetzt in den kommenden Tagen, also vermutlich an diesem Wochenende. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Video jetzt hier am Freitag erscheint oder am Samstag. Das weiß ich gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Aber die Mod erscheint wirklich in Kürze, wenn sie nicht sogar schon erschienen ist. Den grüßen wir mal kurz. Genau. Und am Samstagabend mache ich mit den Moddern einen Livestream mit dem IC1 Enhancement Pack, sodass wir gemeinsam mit den Leuten, die auch da wirklich da dran saßen, darüber sprechen können, und ihr könnt jegliche Fragen, die ihr habt, dann nochmal stellen. Wir können uns alles nochmal zusammen in Ruhe angucken. Genau. Das Video heute hier eher so ein vergleichsweise kurzes Vorstellungsvideo. Und dann aber tatsächlich dann der Livestream, wo wir das Ganze nochmal in der Länge angucken. Wir fahren nämlich heute nur bis nach Fulda. Das ist nämlich der ICE 277 nach Basel SPB. Und der fährt dann nicht über Würzburg. So, Fahrschalter setzen wir jetzt mal auf Maximalstellung. Und jetzt können wir uns auch mal das GSMR angucken, ob wir da wieder Spielereien haben. Können wir ins Menü gehen, Netzwahl manuell, Sprache. Okay, ich glaube, wir können da an sich nichts ändern. Gehen wir zurück. Ah, wir können hier jemanden anrufen. Ich hoffe, man hört's. Sehr gut, also okay, mit der Taste 1, wir legen auf, danke. Mit der Taste 1 können wir tatsächlich den Fahrdienstleiter anfragen und können da tatsächlich die gleiche Funktion nutzen wie mit der Tab-Taste, Stellwerk kontaktieren. Und das können wir hier tatsächlich machen mit der Taste 1. Taste 2 ist nicht bedienbar, Taste 3, wen rufen wir da an? Gucken wir mal. Sprechen Sie, hallo? Hallo? Na ja, gut. Da hatte jemand keine Lust mit uns zu sprechen. Taste 5. Ah, ist das Telefonbuch. Ah, schaut an. Wahlwiederholung. Da sehen wir sogar tatsächlich, wenn wir angerufen haben zuletzt. Seht ihr das? Wie cool ist das denn? Das ist ja mal richtig cool.
Entgangene Anrufe, haben wir nichts. Rufnummer-Eingabe. Okay. Tatsache. Wie cool. Also ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber die Stimme hat gesagt, dass die angerufene Nummer nicht vergeben ist. Eingabe, TF-Konferenz. Okay, da passiert nichts. VGC aktivieren, passiert auch nichts. EF, SDN, VBC aktivieren, VGC wählen. Okay, sonst können wir damit nichts machen. Dann hier mit der Taste 6 passiert nichts. Taste 7, RF, passiert nichts. SYS, passiert nichts. ZD, ZN, FZ, ST, EVU. Ah, schaut an, wir können hier das EVU wählen, DB Fernverkehr. Genau, können wir es da praktisch in die verschiedenen Netze einwählen. Dann haben wir DB RFN, das wird wohl, weiß ich gar nicht, was RFN ist. DB Regio, DB Schenker, DB Netz und sonstige Version 3.0. Also, seht ihr, wir sind jetzt in Version 3.0 drin. Also das geht wirklich. Wir gehen aber zurück zu DB Fernverkehr. Und dann können wir bei Zugnummer, unsere Zugnummer eingeben. Wir sind heute der ICE 277. Und gehen dann hier auf Anmelden. Zugdaten werden angemeldet. Anmeldung ist erfolgt. Hervorragend. Und sonst FZST. Okay, das weiß ich nicht genau. TF1, TF2, TF3, TF4. Nicht sicher, was das genau heißen soll. Dann gehen wir da wieder zurück. Genau, also so viel dazu zum GSMR, was wir hier machen können. Ich kann dir mal vorlesen, was sich alles geändert hat. Und zwar komplettes Update des GTO-Sounds, den hören wir jetzt gerade. Komplettes Update vom IGBT-Sound, den gucken wir uns dann im Stream mal an. Oh, sehr schön, ICE kam uns dann entgegen. Es gibt eine unterschiedliche Beschleunigungs- und Abbremslogik mit den Sounds. Also das ist jetzt nicht mehr praktisch die gleiche Sound-Cue, die ursprünglich verwendet wurde für den ICE. Es gibt einen Odometer-Sound. Ich weiß nicht genau, was Odometer heißen soll. Door-Relay-Type-Sound. Also ich glaube, die Tür hier hinter uns. Die Tür-Animation passt jetzt auch zu den Sounds. Ebola wurde abgedatet. Okay. Schauen wir mal, ob hier irgendwie was gemacht werden kann. Ah. Elektronischer Buchverfahren zu Systemdienste. Okay. Aha. Gehen wir mal auf Systemdienste Ebola. Ebola CD testen, Uhrzeit stellen, Bordgerät zu Fahrzeug zuordnen, Ebola Nutzer zuordnen, Informationen, sonstige Systemdienste. Okay. Ebola-Karte kopieren. Karte. Geht nicht. CD. Uhr. Ui, was ist das denn? Erläuterung der Spalten in der Latex-Darstellung. Ach so, okay, gut. Hier wird dann einmal dargestellt, wie man ein Ebola liest. Wahnsinn, was hier alles verbaut ist. Das ist ja verrückt. Wie komme ich wieder zurück?
Das hat doch gerade auch geklappt. Blätter mit den Pfeiltasten. Abbrechen mit C. Abbrechen. Ich hab's kaputt gemacht. Okay, ich hab's kaputt gemacht. Na gut, dann lassen wir es einfach so. Was haben wir noch? Digitale ZP9-Anzeige. Haben wir gerade eben gesehen. Hier die Abfahrtsanzeige im Handy. Neue Batteriesimulation. Es gibt die entsprechenden Schalter jetzt für das Horn, für die Batteriesteuerung und für das Kühlfach hinter uns. Mhm. Add additional interactable switches to cab. Was ist denn noch? Guck mal, wir können einen Anzeigentest machen. Seht ihr das? Cool. Was haben wir noch? Add Throttle Button. Weiß ich nicht genau, was das ist. Update Machine Room Art, haben wir uns gerade angeguckt. Updated Materials. Updated Praline Livery Texture. Genau, also die schnellste Praline der Welt. Lackierung ist auch mit dabei und wurde nochmal geupdatet. Das ist grün und Wi-Fi Sticker wurden angepasst. Und eine Contemporary ZVM Voice wurde zum GSMR eingestellt. Ja, also das unter anderem die Fixes und Neuigkeiten hier aus dem IC1 Enhancement Pack. Wisst ihr, was ich noch interessant finden würde, wenn wir vor Fulda irgendwann, sagen wir mal, wenn wir noch 30 Kilometer bis Fulda haben, dass wir da vielleicht einmal mit dem Zug zum Bremsen, zum Halten kommen und wir uns dann nochmal die Anfahrsounds von außen anhören, weil das passiert ansonsten heute nicht mehr, denn wir fahren ja nur bis Fulda. Und da können wir uns das Ganze auch nochmal von außen anhören. Das wäre ja auch mal vielleicht interessant, oder? Einmal hier mit 250 km/h. So, wir können jetzt also auch mal ein bisschen mal wieder auf die Strecke hier konzentrieren. Oh. Vielleicht sollten wir gleich das Fernlicht ausschalten. Aber lassen wir es jetzt erstmal im Tunnel. Und jetzt, wenn wir aus dem Tunnel rauskommen, machen wir es aus. Könnten auch vielleicht jetzt mal ein kleines Foto machen an dieser Stelle. Ja, aber ich würde gerne auf einer Brücke noch ein Foto machen, aber wir machen mal jetzt noch eins und dann gucke ich mal, ob wir gleich auf der Brücke noch ein Foto machen können. Also auf, was heißt auf der Brücke, auf irgendeiner Brücke. Mal die große Führerstandsbeleuchtung an. Hier hinter uns. Wir können mal die SIFA anmachen. Dann hören wir mal, wie sich die SIFA anhört. Oh, das sieht schön aus.
So, die SIFA müsste jetzt eigentlich anfangen zu meckern. In wenigen Sekunden. Da ist sie. Und aus. Ah, das Display klappt wieder. Ich hab's repariert. Dann gehen wir mal zurück zum Grundmenü. Können wir die Systemdienste? Ne, das können wir nicht. Sonstige Systemdienste geht auch nicht. Dann gehen wir wieder zurück ins Ebola. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Also wirklich ein riesiger Dank an das ganze Team, das daran gearbeitet hat. Das waren mehrere Leute. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht die Namen nennen, weil ich nicht zu 100% sicher bin, wer alles dabei ist. Also ich wüsste ein paar Namen, aber ich würde auch vermutlich ein paar Namen gerade rauslassen und vergessen. Und das möchte ich aber nicht unfairerweise, dass dann ein paar Namen genannt werden, ein paar andere nicht. Aber im Livestream werden wir das Ganze dann auch nochmal zusammenfriemeln, wer da alles dran gearbeitet hat. Und jetzt machen wir nochmal ein Foto. Denn hier auf der Brücke finde ich es besonders schön. Eigentlich. Ja, so vielleicht. Noch so von weiter weg mal. Aber ich muss wirklich sagen, wir fahren eigentlich relativ selten auf Kassel-Würzburg. Ich würde fast sagen, eigentlich viel zu selten, ne? Also eigentlich ist das schon eine echt schöne Strecke, wenn man sich das mal so anguckt. Mit den ganzen Brücken und alles. Also Kassel-Würzburg ist schon eine sehr, sehr schöne Strecke. Außerdem ist der ICE ja mit dabei. Ne? Das ist ja ein sehr schönes Fahrzeug. Genau, ne, also falls sich irgendjemand fragt, wo kriegt man den ICE 1 her? Kassel-Würzburg. Ne? Kassel-Würzburg ist die Strecke, wo der ICE 1 mitkommt. Oh, das sieht auch cool aus mit dem Windrad. Ja, hervorragend. Wunderschönes Fahrzeug, IC1. Ist auch an sich gut gemacht. Ist auch schon in der Vanilla-Version meines Erachtens ganz gut. Aber mit der Soundmod ist das wirklich nochmal echt, würde ich sagen, einer der besten Fahrzeuge, die wir überhaupt im PSV dann haben. Das ist der Wahnsinn, was die Soundmod dann nochmal für einen Unterschied macht. So, genug Fotos gemacht. Konzentrieren wir uns wieder aufs Fahren. So, und was wir jetzt mal machen können, ich nehme mal die Leistung raus. Und jetzt bremsen wir mal rein und hören erstens mal auf die Bremssounds. Und zweitens können wir dann danach den Anfahrsound von außen hören. Gerne außerhalb des Tunnels zum Halten kommen. Und zwar in diesen 10 Meter. Oh. Okay. Wie lange sind wir denn hier im Tunnel? Oh, das ist aber ein recht langer Tunnel, glaube ich. Oder? Nee, der endet hier. Und wir sind da. Da vorne. So.
dann können wir vorne anhalten. Schön hier auf der Brücke. Oh, toll, auch die Bremssounds. So. Da stehen wir nun. Einmal hier auf der Brücke. Toll. Dann machen wir Folgendes. Einfach nur schön. Ich weiß nicht, ob sich was am Innenraum geändert hat. Vielleicht haben wir jetzt ein benutzbares Bordbistro. Oh, ist glaube ich immer noch zu. Ja, das ist leider immer noch zu. Kleine Lücke in der Landschaft da vorne. Achso, ja gut. Eigentlich wollten wir vorne im Führerstand sein. Wo sind wir? Schön nochmal in der Außenperspektive mitzufahren, oder? Toll, ICE-Fahren ist immer wieder was Tolles, in Realität wie auch im Simulator. Ist das nicht so eine Art Notfallknopf, der da? Emergency Call. Ja, das machen wir mal nicht. Oh, ich glaube, Sonnenblenden-Sounds sind, glaube ich, die ursprünglichen. Ja.
toll. Also in Realität ist das so, jetzt ist es schon wieder dunkel. Dieser Sound, den wir hier halt eben hören, dieses Runterdrücken, das ist im Grunde so eine Art Sicherungsmaßnahme. Man muss halt eigentlich den Hebel erstmal runterdrücken und dann kann man den halt verstellen. Und im Simulator passiert das halt automatisch, dass wir einfach nur, indem wir auf- und abschalten, automatisch der Hebel runtergedrückt wird. In Realität muss man halt eben aber runterdrücken. Und ich glaube, im Train Simulator gibt es teilweise auch Loks, wo man erstmal auf, glaube ich, die Taste E drücken muss, um den Hebel runterzuschalten. Und dann muss man auf die andere Taste drücken, um dann den Hebel hoch und runter zu, beziehungsweise nach vorne und nach hinten zu schieben. Und bei der AFB ist das halt eben so ähnlich. Da muss man halt eben dran drehen. Ich zeige das jetzt auch nochmal, wenn wir gleich wieder aus dem Tunnel draußen sind. Ja, ihr seht's. Um zu verstellen, müssen wir halt drehen. Und das war, glaube ich, beides vorher nicht animiert. Zumindest das Drehen der AFB war nicht animiert. Da bin ich mir relativ sicher. Bei dem Fahrschalter bin ich mir gar nicht mal so sicher. Es kann auch sein, dass das vorher schon animiert war. So, da hat uns die LZB gesagt, dass wir in 8,8 Kilometer nur noch 220 fahren dürfen. Na, jetzt auch wieder 250. Das eigentlich? Das ist eine Lampe, ne? Ah! Witzig. Falls der Beifahrer noch ein Buch lesen möchte oder so. So, da sind wieder die 220 angekündigt in 5 Kilometern. Obwohl das jetzt auch noch weniger als 10 Kilometer entfernt. Wie gesagt, nochmal der Hinweis auf den Livestream. Den gibt es jetzt auch noch. Jetzt haltet die Augen und Ohren offen bezüglich Ankündigungen. Jetzt hier an diesem Wochenende, vermutlich am Samstagabend, 18, 19 Uhr, irgendwie sowas. Da fahren wir dann auch noch mal den ICE 1. So, der Gefahrenleuchtmelder ist an. Wir können auch schon mal die Leistung, den Leistungsschalter komplett runternehmen. Müssen wir eigentlich gar nicht, aber es ist auch, glaube ich, ein bisschen unnötig, jetzt noch zu beschleunigen. Und jetzt wird gebremst. Noch 5 Kilometer. Und ab hier vorne gelten jetzt die 220 und jetzt haben wir eine Ankündigung auf 100. Und zwar in 3 Kilometern.
Auch das macht die AFB in Kombination mit der LZB automatisch. Noch 2,8 Kilometer, bis wir halten müssen. Ankündigung auf 80. So, jetzt müssen wir mal selbst einbremsen. Weil der Gefahrenleuchtmelder da kurz rumgemeckert hat. Hier übrigens an dieser sehr, sehr berühmten, was ist das, Burg, Schloss von Fulda vorbei. Huch. Haben wir eine Zwangsbremsung bekommen? Oh, anscheinend. Dann müssen wir die Hauptluftleitung wieder füllen. Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, warum wir eine Zwangsbremsung bekommen haben. So, 5 Bar sind in der Hauptluftleitung. Der Triebkopf hat sich gerade runtergefahren. Dann einmal den Fahrschalter auf Minimal. Wir müssen warten, bis die Fahrmotoren wieder anspringen. Ja, wobei. So. Beziehungsweise die Fahrmotorlüfter. Ja. Huch, wir rollen auch schon automatisch. Fahren wir gerade gegen eine angezogene Bremse an? Weiß ich jetzt auch gerade nicht, was der ICE von mir wollte. Irgendwas habe ich vermutlich falsch gemacht. So, ab da vorne gelten 80. Das weiß auch natürlich die LZB. Bestätigen müssen wir das natürlich nicht, weil wir in der LZB sind. Und da wird uns ein Halt angekündigt. Und wir sind in Fulda mit einer Verspätung von 3 bis 4 Minuten. Das ist ja offiziell noch pünktlich. Da vorne ist ein Dosto. Sonst ist hier gerade nicht so viel los in Fulda. Die Mod wird es übrigens bei Trains im Community geben. Ich werde den Link, sobald die Mod öffentlich ist, auch hier noch unter dem Video nachliefern. In der Videobeschreibung, wer sich das also später anguckt, wird den Link auch noch in der Videobeschreibung sicherlich finden. Bis vorne durch. Und halten bündig am Bahnsteig an. So, Türen auf und damit verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Ich bin ganz gespannt auf eure Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, der Hinweis nochmal zum Livestream. Ich habe es ein paar Mal gesagt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.